Guten Morgen, ihr Lieben. So, habe jetzt gerade den Lock geschnitten. Wir haben jetzt gerade Frühstück für draußen vorbereitet, beziehungsweise wir, das Dominik. Ich werde aber mein Eiweißbrot vergessen. Ich habe das leckerste Eiweißbrot gebacken aller Zeiten. Habe ich auf Insta bei der Mareike gesehen. Ich habe das nachgebacken und es ist so lecker. So lecker. Wahnsinn. Ich werde es morgen nochmal backen. Ich muss dafür einkaufen gehen. Ich habe nämlich keine Haferflocken mehr. Man braucht auch nicht viel. Haferflocken, 2 Eier, Hüttenkäse, Backpulver, Salz und irgendwelche Körner, die man halt haben möchte. Ich habe jetzt hier Leinsamen, Flohleinsamen oder irgendwie sowas genommen. Das schmeckt so gut. Das ist Beste. Das ist schon das dritte Eiweißbrot, was ich gemacht habe und das ist mit Abstand das allerbeste. So. Jetzt gerade auch schon ganz schnell Wäsche aufgehangen draußen. Ich habe in den letzten 24 Stunden, das ist das, wenn ich arbeiten bin, 24 Stunden 8 Waschmaschinen gewaschen. 8 Ladungen. 8 Ladungen. Jetzt fahren wir uns nämlich eine Haushaltshilfe drauf. So, aber egal, zack, Eiweißbrot, zack, 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 und dann mein Vitamin und mein Magnesium und mein Zink, nehme ich auch mit raus und da wird jetzt gefrühstückt mit allem Mann draußen, heute soll nämlich richtig, richtig heiß werden, morgen soll noch heißer werden, ne? Morgen soll 35 Grad geben. Pooltime, ich hab frei. Hast du frei morgen? Ich hab morgen frei, klar. Du hast echt morgen, du musst morgen arbeiten. Nein, ich hab morgen frei. Ach, du hast morgen frei. Ja, hab ich. Warum, hast du deinen Tag verplant schon? Ja. Inwiefern? Ich dachte, du bist arbeiten. Was machst du denn? Ja, du kannst doch. Ich gehe um 7 Uhr ins Gym. Ich werde dann mit dir zusammen aufgestanden, werde ins Gym gegangen, bevor es zu heiß wird. Schnell einkaufen. Und dann hätte ich mich mit den Kindern in den Pool gepflanzt den ganzen Tag. Ja, können wir doch mal. Ja, können wir. Ich freue mich. Auch wenn ich da bin, oder funktioniert das dann nicht? Ich war jetzt überrascht. Ich wollte gerade sagen, der arme Dominik muss morgen bei dem Wetter arbeiten. Nein, egal, aber die einzige Socke, die morgen arbeiten muss, ist die Joanna. Aber die war jetzt ja auch krank. Und ihr geht es aber jetzt auf jeden Fall besser. Die ist gerade wach geworden, hat gesagt, ihr geht es auf jeden Fall schon besser. Und das heißt, die kann morgen auf jeden Fall arbeiten gehen. So, und jetzt viel Spaß bei dem Vlog. Ihr Lieben. Ich bin gerade so gerührt, ich habe erst 2 Kommentare von euch unter meinem letzten Vlog gelesen. Ihr seid so süß. Richtig, richtig süß. Ja. Tut richtig gut, das zu lesen. Ist aber auch irgendwie traurig. Weil ich weiß, dass viele hier halt gerne authentische Vlogs gucken. Aber es ist ja doch tatsächlich die Minderheit, weil ich sehe auch selber, was auf YouTube ankommt und was nicht. Wer, welche Familien. Mega viele Klicks. Ist auch so, mehr Klicks, mehr Geld, weniger Sorgen. Du kannst dir wirklich eine Reinigungskraft leisten und was weiß ich, jemanden, der deine Videos schneidet. Das ist ja, das hat ja auch alles mit Geld zu tun. Und ich sehe ja, was geklickt wird und was nicht. Alle sagen zwar wirklich, die mögen authentische Vlogs, aber im Endeffekt wollen die Leute alles perfekt und fake sehen. Wo jeder Tag wie geleckt ist, die Kinder sehen jeden Tag aus wie geleckt, das Haus sieht immer aus wie geleckt und alle sind immer gut drauf und super happy und können 5-mal in einen Urlaub fahren und so. Das ist einfach der Content, der geklickt wird. Und wenn du zu Hause rumgammelst, wird es halt nicht geklickt, ist einfach so. Ist hart, aber ist so. Ach Gott, ja, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare. Geht mir wirklich sehr nah und ich bin mir auch sicher, dass es mir tatsächlich auch das Herz brechen würde, wenn ich mit YouTube aufhören würde. Als ich damit angefangen habe, oh Gott, da war der Carlos noch nicht mal an Carlos gedacht, ein drittes Kind zu kriegen.
was uns das auch alles so ermöglicht hat überhaupt. Und mir als Dreifachmama zu arbeiten, Geld zu verdienen und trotzdem wirklich die letzten 10 Jahre immer, immer, immer für meine Kinder da zu sein. Ich wollte eigentlich jetzt keinen traurigen Content hier machen. Dominik und ich sind übrigens jetzt, machen wir zusammen Content auf TikTok und ranken Sachen, und er hat letztes Mal Sachen gerankt, wo würde Rosi weinen. Ich heule gefühlt bei allem. Ach Gott, ja Leute, ich muss da echt irgendwie einen Weg finden, und ansonsten muss ich echt wie ein Pflaster abziehen und einfach den ganzen Kanal löschen, und dann ist wirklich ein Abschluss. Aber wie gesagt, es wird mir genauso das Herz brechen, die ganzen Videos von früher, wenn ich mir die angucke, wie die Lamia so klein war, und dieser Spruch, dieses Video, wo die Lamia dem Dominik die Nägel lackiert hat und sagt, Papa, du bist meine beste Freundin, mit ihrer zuckersüßen Babystimme. Und auch der Carlos, die ganzen Meilensteine von dem und auch von Joanna, wie die mit YouTube gestartet hat und so. Und auch das hat der Joanna natürlich auch Türen geöffnet. Türen geöffnet, finanziell, auch für die Zukunft und so, dass die da immer was hat noch, wo die zusätzlich noch ein Einkommen hat, ohne sich wirklich körperlich kaputt zu arbeiten. YouTube gehört einfach zu uns, Social Media. Ich war eh schon Kind der ersten Stunde, mein VZ, StudiVZ, frohe Ernte, wer kennt's noch? Ich bin wirklich ein Süchtel, was Social Media angeht. Ich lieb's. Ich hab da, natürlich gibt es auch negativen Seiten, aber für mich, ich ziehe nur das Positive daraus. Und nicht das Negative. Und ich lieb's einfach. Vielleicht, weil ich auch nicht so viele Freunde habe. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, dass das einfach mein sozialer Kontakt zur Außenwelt ist. Ja. Jetzt genug geweint. Vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielleicht muss ich meine Anforderungen einfach an mir selbst komplett runterfahren. Und und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Heute werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen, oder ich werde euch mitnehmen. Und dann wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit diesem Vlog, auch wenn der jetzt ein bisschen emotional war. Sind wir an? Ja, wir sind an. So, ich bin jetzt im Garten, chill hier. Gleich gehen wir die Lamia abholen. Die hat nämlich bei einer Freundin geschlafen. Habe jetzt auch schon meine Mütze rausgeholt. Jetzt nehme ich mich nämlich gleich sonnen. Und wollte ein bisschen Bücher-Content wieder hier einbringen. Ich hatte ein bisschen Leseflaute, muss ich sagen. Aber dieses Buch hat mich hier wieder zurückgebracht. Und zwar King of Greed. So heißt das hier. Ich bin euch auch noch ein Dings schuldig, so ein Hörbuch-Content-Video, wo ich über meine, ich hatte einige Flops dabei und auch einige gute Sachen dabei, und ich habe auch ein Hörbuch gehört, darüber wollte ich so ein bisschen erzählen, aber heute geht es um dieses Buch hier, dieses Genre, Second Chance, zweite Chancen, habe ich noch nie gelesen, ist ein verheiratetes Paar. Lustigerweise, der Mann heißt Dominik und seine Frau ist Brasilianerin. Ist ja schon geil, oder? Ja, Dominik und Alessandra. Und der hat seine Frau vernachlässigt so ein bisschen und dann hat sie sich von ihm scheiden lassen. Und jetzt will er sie zurückhaben und tut alles dafür, um sie zurückzugewinnen. Richtig cool, richtig schön. Der Typ ist wie der Dominik. Eine richtige Green Flag. So, außer dass der viel gearbeitet hat und Milliardär ist. Aber ansonsten. Ja, es gibt auch Green Flag. Green Flag, Schrägstrich. Das ist eine wandelnde Green Flag. Green Flag, Schrägstrich. Wie Joanna immer sagt, der Papa ist ein Golden Retriever. Also ein Goldie. Und richtig süß, die beiden. Also sie ist toll, er ist toll und ist auch schöner Spice Boy und ist jetzt nicht so richtig spektakulär tiefgründig, aber sehr schön zu lesen. Also wirklich eine sehr süße Geschichte. Ich habe gelacht. Geweint habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht.
Das ist eigentlich immer mein Kriterium, ob ich ein Buch richtig packt. Aber Lachen ist ja auch eine Emotion. Dementsprechend kann ich auf jeden Fall das auf jeden Fall jetzt schon weiterempfehlen. Ich lese es extra langsam, weil ich nicht will, dass es zu Ende geht. Ja, auf jeden Fall mal cool. Eine coole Sache. Also mal eine ganz andere Story, wenn man halt schon zusammen war und dann ja eine zweite Chance kriegt. Richtig cool. Aber wie gesagt, dadurch, dass er halt Dominik heißt und sie Brasilianerin ist, sind die Parallelen ja schon da. Genau. Richtig cool. Das ist übrigens der Kumpel vom Dante. Den Dante kennen wir alle. Selbst der Domi. Der hat mir nämlich das Buch geschenkt. Der Dante hat dir das Buch geschenkt? Du hast mir das Buch geschenkt, wo der Typ Dante hieß. Und da hast du immer gesagt, der Dante mit seinem Riesensprengel. Genau. Aber jetzt heißt der Dominik. Ja, auf jeden Fall toll, richtig gut. Sie gehörte zu ihm, doch nun muss er ihr Herz erneut erobern. King of Crete ist pure Emotion. Die Geschichte ist voller Dramatik, Einsichten und Enthüllungen, die dafür sorgen, dass man das Buch nicht aus der Hand legen kann. Muss aber auf jeden Fall dazu sein, dass das Buch auch voller Liebe und Spice ist, wie das nicht hier zensiert wird. Also viel Amore wird da gemacht auf jeden Fall. Die zwei, jetzt wo sie getrennt sind, weißt du, jetzt lassen sie da die Laken brennen, ey. Vorher nicht, weil er immer müde war und sie vernachlässigt hat und so und sie für selbstverständlich gehalten hat. Und als sie dann weg war, hat er gemerkt, oh, das ist ja, ich muss mir mehr Mühe geben, das stimmt. Meine Frau war doch nicht so glücklich. Ja, er hat es einfach nicht gemerkt. Er wollte einfach immer mehr Geld verdienen und diesen Status nicht verlieren, um seiner Frau alles zu ermöglichen. Aber die Frau wollte ja eigentlich nur ihn und sie wäre lieber wieder arm gewesen, anstatt das ganze Geld zu haben, aber dafür ihren Ehemann nicht zu haben. Und das checkt er jetzt langsam. Genau, aber es sind so seine inneren Dämonen von früher, weil er ein Pflegekind war und die haben dem alle früher eingetrichtert, dass er halt nichts wert war. Und Geld macht halt Wert und dementsprechend ist er da so besessen nach. Aber ich denke mal, es wird ein gutes Ende geben. Das werde ich jetzt auf jeden Fall weiterlesen. Verlinke es euch unten auch dann nochmal. Und dann geht es jetzt mal weiter mit Dominik und Alessandra. Sehr schön. Richtig gut. Ich habe übrigens auch noch Dings, was ich weiterlesen muss. Aber das möchte ich erst im Herbst weiterlesen. Das ist so ein Buch für den Herbst. Wenn der Mut so regnerisch ist. Rollkragen, Pullover, Kerze an, Tee trinken. Reich der sieben Höfe. Muss ich noch Band 4 und 5. Mich juckt es in den Fingern. Ich muss nicht echt zusammenreißen. Das ist nicht halt... Das halt noch nicht zu lesen. Ich will es noch nicht lesen, weil ich eigentlich auch nicht will, dass das ein Ende hat. Obwohl ja Whis und Dings ja ein Ende haben. Ich weiß immer noch nicht, wie ausgesprochen wird. Faire und Whis. Die sind ja sowieso super cool, die zwei. Richtig süß. Ja, auf jeden Fall lesen wir jetzt hier aber erstmal die zwei weiter. Here I stand by myself on my own. What if I lose all control and take a step out into the unknown? Whoa, whoa. Sehr schön. Geht jetzt gleich in den Pool. Kommst du mit? Ja, ich wollte. In welchen Pool? Ja, in den großen. In den Pool. Ach so, ja, das geht natürlich auch. So, ich mache mir jetzt einen Drink. Ich auch. Du auch? Hier, möchtest du Eiswürfel? Da. Ich habe einen Kakao machen. Kakao? Bei dem Wetter? Ja. Okay. Ich mache mir jetzt hier Easy Clear mit Kreatin. Habe ich jetzt angefangen zu nehmen. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Will man sich die Muckis nicht. Guck mal. Da, ganz klein. Ein Babymuskel. Für was ist das nochmal gut? Das speichert Wasser in den Muskeln und dadurch sehen die Muskeln definierter aus. Und man hat einen größeren Pumper im Gym, ne? Pump. Ne? Ja. Ja. Macht man das hier rein? Yes. Die sind da alte Nudeln. Weil die durch waren, mein Schatz. So. Ja, auf jeden Fall habe ich hier das Clear, Iso Clear
von DM. Ich muss sagen, es schmeckt leider nicht. Das schmeckt, wenn es nicht wirklich richtig, richtig kalt ist, schmeckt es wie Erde. Es schmeckt so trocken, wie so ein ekliger Wein. Nicht gut, wirklich nicht lecker. Aber jetzt muss es halt weg. Und dann trinke ich es halt, wie heißt das, eiskalt, dann geht's. Mal gucken, dass ich jeden Tag was trinke, damit das schnell weg ist. Ich habe mir aber schon Neues bestellt. Nicht von ESN, sondern von einer anderen Marke. Und da bin ich mal gespannt, wie das ist alles. Ich habe mir da so ein paar neue Sachen bestellt. So, jetzt kommt das hier rein. Das kann man nämlich mischen. Das ist nämlich geschmückt. Oh mein Gott, das sieht immer so aus, wenn man gekokst hätte. Sind hier... Achso, ist mein Engel. Ein Strohhalm. Ein Strohhalm. Gebe ich dir sofort. Einen Moment. Sind die da drin? Geh mal kurz zur Seite. Da sind welche. Die nicht. Wo? Da vorne. Wo? Da. Wo? Ach, da, die. Ja, aber ich will so welche richtigen, diese Erdbeeren oder so. Mit diesen Erdbeeren, ist mir schon klar. Aber wo sind die wieder alle? Ich weiß schon, wer die wieder alle hat. Anna. Anna. Mhm. Ach so. So, jetzt muss ich noch mal vom Durcheinander hier. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, genau. Wasser da rein. Kalt. So. Shaken. Das sieht immer aus wie so ein Keratinzeug. Echte. So, jetzt füllen wir das hier rein und dann trinke ich das. Tada! Ah, das passt aber genau. Tada! Das ist mein Drink. Das kommt weg. Das kommt jetzt auch weg. Ich habe Bikini drunter, deswegen sieht das hier so komisch wie du aus. Übrigens ein bisschen teilweise grün geworden. Man sieht es Gott sei Dank so nicht in der Kamera, aber es ist schon wieder heller. Seht ihr das? Aber ich bin viel, viel glücklicher. Ich fühle es einfach mehr. Das Blonde ging echt gar nicht. Ich habe auch ein paar TikTok, ein paar Reels auf Insta gedreht. Da bin ich auch recht aktiv, auch auf TikTok. Schaut da gerne vorbei, ist alles unten verlinkt. Wir machen da echt richtig lustigen Content mittlerweile auf TikTok und auf Insta mache ich viel Outfits-Videos. Und da habe ich auch viele Komplimente gekriegt. Und ich sehe auch, dass meine Haut ganz anders dingst, einen ganz anderen Glow hat mit der Haarfarbe jetzt. So, jetzt. Prost, Lieben. Prost, Prost. Ja, es ist knackig kalt, dann geht's. Es muss echt richtig, 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 richtig kalt sein. Ansonsten schmeckt es echt so eklig. Ich kann es nur zu Hause trinken. Normalerweise habe ich es auch gekauft, damit ich es mit zur Arbeit nehme. Und dann habe ich über den Tag verteilt halt auch Protein, was ich trinke. Und Wasser. Aber echt, ich muss das so runterwürgen. Apropos runterwürgen. Ich wollte mir auch noch Brottrunk kaufen. Meine Chefin nimmt das auch und ich habe ein bisschen gelesen. Und das soll ja gut für die Darmflora sein und für die Verdauung und so. Und ich glaube, ich gehe zu wenig auf Toilette. Ein, zweimal die Woche und ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, geht auf den Whirlpool, das ist viel zu grün. Ja, ich muss da einmal Chlor reinmachen und den einmal sauber machen. Hat er doch schon. Mhm. Okay, hat er den Filter sauber gemacht denn? Das ist ja die große Frage. Ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, zu wenig, oder? Ein, zweimal die Woche ist definitiv zu wenig. Man muss, glaube ich, öfters auf Toilette gehen. Und ich rede nicht von Pipi machen. Und ich glaube, dieses Brottrunk ist halt dafür da, oder? Mhm. Sag es mir in die Kommentare. Wir gehen jetzt in den Pool und schwimmen eine Runde. Okay, dann gehen wir zusammen. Mama? Amon? Mama. Ach, Mama. Mama, kannst du die Bienen rausmachen? Da sind richtig viele drin. Die Bienen? Schon ja, wieder? So ein Strudelbienen. Genau in der Mitte. Ja, jetzt schweben okay. Die da rum. Der Papa hat den Dings. Bienenalarm. Sind da alle hingehen? Wenn man da reinspringt, da sind welche. Du kommst da nicht dran. Du musst halt da reinspringen. Fußball? Keine Ahnung. Warte, wir können ja
Bringt mal rein, wirbelt mal einfach auf. Markus, den Aquaman. Papa, ich glaube, du bist ja nicht sauber. Papa, was hast du gemacht? Der ist am Posen. Runtergefallen. Nein, du hast runtergeschnitten. Oh, da ist die Ente. So, boah, ich sehe aus. Den ganzen Tag in der Sonne. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen braun geworden. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig sieht. Aber ich habe ein bisschen Farbe abgekriegt. Das ist übrigens die Ernte von heute. Ich zeige es euch mal. Einmal eine Aubergine. Dann eine Mini-Snack-Gurke. Und diese kleinen Paprikas, diese von der Tapas. Die man in Tapas, Pimentos, genau, diese kleinen Dinger hier. Das war's. Und ein paar Tomaten haben wir gesnackt. Ich muss aber sagen, dass wir sehr enttäuscht sind von diesem Jahr. Hier war ich zum Beispiel auch zu spät. Ich dachte, die brauchen noch 2-3 Tage. Die sind schon, fangen schon leider an zu schimmeln, die Zuckerschoten. Da waren so viele dran. Habe ich sie rausgerissen, habe ich natürlich auch direkt in Brennnesseln gepackt. Richtig schlecht. Hier sind ganze, ich will das F-Wort nicht benutzen, 2 ganze Kürbisse dran. Richtig toll. Also ironisch gemeint, hier wächst gar nichts mehr hoch. Also dieses Jahr ist eine komplette Katastrophe, muss ich sagen. Wir haben ein paar Gürkchen geerntet und jetzt trocknet die hier schon komplett aus. Mein Sellerie, ich weiß nicht warum, das Ding schimmelt und gammelt hier vor sich hin und ich weiß nicht wieso. Wie ist das möglich? Hier ist so eine scheiß Wühlmaus drin und die macht mir alles kaputt. Alles. Also ich bin so abgenervt, ganz ehrlich, von diesem Gartenjahr. Das ist alles so schlecht. Und für die 5 Gurken und 2 Gramm Tomaten, die wir da geerntet haben, müssen wir uns den Scheiß echt nicht mehr antun. Es ist viel zu teuer dafür. Also wenn wir die ganze Erde, die wir gekauft haben, die Samen, die Zeit, das Wasser, alles, hat sich dieses Jahr gar nicht gelohnt. Ich habe das Gefühl, dass das jedes Jahr schlimmer wird, weil das Wetter jedes Jahr beschissener wird hier, der Sommer. Und ja, guck mal, hier geht es auch noch kaputt. Das ist so eingesackt, die ganze Folie reißt ab. Hast du gesehen? Ne. Also ich denke mal nächstes Jahr, wer weiß, vielleicht ändert sich dieses Jahr wieder meine Meinung im März, wenn schönes Wetter ist. Das ist der beste Sommer. Aber das ist der beschissenste Sommer, das beschissenste Gartenjahr. Also ich bin sehr enttäuscht und sehr aggro, was das angeht. Also irgendwie alles schlecht. Alles wird weggefressen, angefressen, von Schnecken gefressen, schimmelt vor sich hin. Jetzt haben wir auch noch so Kackwürmer überall, die überall drauf sind und auch irgendwie alles zerstören. Wirklich, geht einfach gar nicht. Parasiten, ja, ich sag's dir, ey. Also du kämpfst, eigentlich willst du was Gutes tun und was für die Natur tun, nachhaltig sein. Du kämpfst die ganze Zeit gegen die ganzen Viecher an, nonstop und gegen das Wetter und gegen alles. Gegen das Wetter kämpfen wir auch an. Ja, es lohnt sich einfach gar nicht. Tomaten ist übrigens genau dasselbe. Eine Katastrophe. Außer, dass es nur Wildnis ist, passiert hier gar nichts. Da war eine Wühlmaus, die hat mir wirklich schon wieder alle Wurzeln. Jetzt weiß ich aber, warum ich letztes Jahr auch nur im Topf gedingst habe. Werde ich nächstes Jahr auch nur noch machen. Auf jeden Fall ist hier eine Wühlmaus, die macht hier riesen Löcher rein. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, da überall, und frisst die Wurzeln weg und so ein Kram. Also es ist einfach richtig schlimm. Und für, ganz ehrlich, 20 Tomaten brauche ich jetzt mir so eine Arbeit dann auch nicht mehr machen. Ne? Es ist traurig, wirklich. Also ihr merkt schon, ich bin schon ein bisschen passiv-aggressiv hier. Ich weiß nicht, ob es eine Tomate oder sind 1, 2, 3, 4 Tomaten dran. Was soll ich denn damit? Wen willst du denn damit ernähren? Also, echt übel. Wir müssen nicht alles abreißen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
Guck mal, was der September macht. Dieses komische Teil hier. Das sollen irgendwelche komischen kleinen Mini-Kiwis sein. Da ist auch, außer dass das Ding nur wuchert, passiert hier gar nichts. Die schimmelt hier von sich hin schon. Die ist feucht geworden, werde ich auch abreißen. Also ist echt einfach schlecht. Das Einzige, was tatsächlich hier irgendwie wächst, ist dieser wundervolle Pesto. Das wächst die Hulle. Die Chilischoten wachsen wie Hulle. Da kommt richtig was dran. Snackgurken wachsen auch gut. Aber ansonsten war's das. Und hier dieser angebliche Gewächshaus-Weintraube habe ich jetzt seit 3 Jahren und ich habe nicht eine Kacktraube davon geerntet. Also auch richtig schlecht. Werde ich auch rausreißen. Ich wollte Weintrauben haben und keinen Dschungel. Bringt also auch nichts, muss ich sagen. Schade, wirklich schade. Und es kann definitiv nicht an mir liegen. Also ich will mich nicht überheblich machen, aber dass hier so gut wie gar nichts wächst, das liegt nicht an mir. Kann nicht, das kann nur das Wetter sein. Ich gieße es, ich dünge, ich mache, ich tue. Die 800 Euro oder 1000 Euro, die wir hier reingesteckt haben in Erde und wie gesagt Dünger, Samen, packe ich lieber zur Seite, können wir eine Woche irgendwo zelten gehen. Ey, haben wir mehr von, ganz ehrlich. Sehr, sehr traurig. Sehr traurig. Und das ist auch dann für mich keiner zu sagen, so diese Ausrede. Ja, man ist ja wenigstens an der Natur, man tut was Gutes, man lernt aus seinen Fehlern. Ist ja auch nicht das erste Jahr. Aber jetzt sowieso nächstes Jahr kommen, dann ich jetzt sowieso alles wieder so mache. Also, genug gejammert, jetzt habe ich ausgekotzt. Jetzt wird gleich erstmal alles wieder gegossen. Und dann, ja, werden wir den Abend wahrscheinlich noch im Wasser verbringen. Und morgen soll es noch heißer werden. Noch heißer als heute. Und heute war echt schon gut heiß. Morgen soll, glaube ich, 35 Grad werden. Heute waren knapp 28, 29 im Schatten. Also morgen auf jeden Fall Sonnenschutz und morgen früh direkt ganz viel Wasser kaufen auf jeden Fall. So, ich habe mich jetzt etwas abgetrocknet und angezogen. Ich habe gerade meine E-Mails gecheckt und habe so eine krasse E-Mail gekriegt, eine Anfrage, eine Kooperationsanfrage. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, ey, ist doch ein schlechter Scherz, oder? Ich weiß nicht, also, das wäre zu krass, wenn das so wirklich zustande kommen sollte, in dem Moment, wo ich überlege, den ganzen Social Media den Rücken zuzukehren. Das wäre echt übel. Krass. Also ich bin so gespannt. Ich habe jetzt geantwortet. Ich möchte noch nicht sagen, welche Marke, welche Firma, um was es geht. Karma. Ich möchte einfach ja, diesen Moment einfach auch festhalten, für mich auch, wie ich reagieren werde, wenn die antworten. Obwohl das einfach zu krass wäre, wenn das wirklich... Ich will auch keine schlechte Energy verteilen für mich selbst ins Universum, aber das wäre einfach zu krass, wenn das wirklich klappen würde. Wenn die wirklich mit mir zusammenarbeiten wollen würden, wäre das Next Level. Das wäre so eine Ehre. Das wäre so eine krasse Ehre, echt. Fingers crossed! So, meine Lieben. Ich kam hier auf meinem Sessel rum und trinke jetzt meine zweite nachgemachte Dings. Wie heißen die nochmal? Ihr wisst, glaube ich, welche Flasche das hier fake ist. Habe ich bei Theo bestellt vor 5 Monaten oder so. Und hält natürlich jetzt nicht so eiskalt wie das Original Stanley Cup, glaube ich. Habe ich hier Joanna geschenkt. Und die liebt das Teil über alles. Auf jeden Fall wie auch immer. Also, lange Geschichte, gar keinen Sinn. Zweite, die ich jetzt trinke, ich werde jetzt gucken, ich habe heute eine neue Vloggerin gesehen aus Amerika und die trinkt echt 3 bis 4 Liter am Tag und ich möchte jetzt wenigstens auf 2 Liter am Tag kommen. Also wenn ich Glück habe, komme ich auf 1, wenn ich viel trinke, das ist natürlich viel, viel zu wenig und dementsprechend, ja, werde ich jetzt versuchen mit meinem Fake-Dings hier mehr zu trinken. Und es ist ja schon der zweite. Ich muss alle 2 Minuten zur Toilette. Also spült ordentlich durch auf jeden Fall.
Aber ich glaube, da muss man auch einfach durch am Anfang, habe ich mal irgendwo gelesen, dass wenn man nicht so viel trinkt und dann anfängt mehr zu trinken, man muss auch nicht direkt übertreiben. Also wenn du jeden Tag 500 Milliliter mehr trinkst als eine Woche vorher, ist das schon mehr als eigentlich vorher. Und aber der Körper gewöhnt sich dran und irgendwann muss man halt nicht so oft Pipi machen. Aber jetzt gerade, ja, bin ich alle 10 Minuten auf Toilette. Mein zweiter Cup, dabei gucke ich jetzt hier Dominik Caro, wie gesagt, gammelt hier rum. Der Dominik war kurz im Büro, was ausdrucken für mich und dann noch zwei Pakete packen für euch. Ihr habt eben beim Parfüm in unserem Shop bestellt, kann ich euch unten auch nochmal verlinken gerne. Und ich kann euch unten auch nochmal mein Lieblingsparfüm verlinken. Ich habe nämlich gerade wieder La Vie Est Belle für mich entdeckt. Ich liebe diesen Duft. Letztens hatte nämlich einfach wieder eine Kundin den Duft drauf. Ich habe ganz vergessen, weil ich so viele andere hatte, dass das einfach so ein schöner Duft ist. Gerade jetzt im Sommer richtig schön. Wie gesagt, verlinke ich euch unten. Und jetzt kommt gerade der Dominik wieder zurück. Ich denke, ich werde jetzt hier den Vlog beenden. Wir werden chillen. Die Kinder sind gerade im Zimmer und spielen Animal Crossing, weil da ist nämlich heute um 19 Uhr ein Feuerwerk auf dem Rathausplatz und da sind sie jetzt gerade online und spielen Animal Crossing auf der Switch. Waren heute alle genug draußen und dann genießt man es auch so ein bisschen, wenn man mal so ein bisschen auch drin sein kann. Ist alles geschafft? Ja. Sehr schön. Können wir das morgen packen und zurückschicken direkt. Wundervoll. Ich habe der Lamia nämlich einen Schulrucksack bestellt, den auch all ihre Freundinnen hatten. Kann ich euch morgen zeigen, bevor ich den einpacke. Aber ganz ehrlich, der ist so riesig. Damit kann ich eine Weltreise machen. Die kann sich selber da einpacken in das Ding. Und die fand das gar nicht toll. Der war echt viel zu groß für die. Und der war auch nicht gerade günstig, also 140 Euro. Und jetzt haben wir einen anderen geholt. Die wollte einen in Schwarz dann auch haben. Jetzt hat sie einen von Puma. Bei uns macht einen Schuhladen zu. Und die hatten so stark reduziert. Und dann haben wir den echt für 19,99 Euro gekriegt, anstatt irgendwie für 50 Euro. Und jetzt hat die so einen, fühlt sich super cool. Mit ihrem schwarzen Rucksack und Hauptsache, das Kind ist glücklich, da passt auch genauso viel rein. Aber der ist trotzdem anders gemacht irgendwie. Das ist ein 10 Liter Unterschied, aber der andere ist einfach riesig, ehrlich, ey. Muss ich euch morgen mal zeigen. Ja, wie gesagt, jetzt werde ich aufhören und bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich muss mich jetzt einfach, ich muss mich zwingen, einfach jeden Tag zu vloggen und einfach machen. Und wenn der Vlog halt nur 12 Minuten hat, dann hat er halt nur 12 Minuten. Hat er 20 Minuten, hat er 20 Minuten, hat eine halbe Stunde, hat er eine halbe Stunde. Aber einfach, dass ich jeden Tag die Kamera in die Hand nehme und einfach irgendwas mache. Guckt es oder guckt es nicht. Ich hoffe natürlich, dass ihr guckt. Aber ich muss da einfach wirklich eine Routine reinkommen, weil einmal, zweimal im Monat, das ist, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil mich das selber so triggert. Dementsprechend muss ich mich jetzt einfach mal zwingen. Und wenn man dann in die Routine kommt, dann geht es ja wieder. Genau, also vergesst nicht, Abo dazu lassen. Lasst einen lieben Kommentar gerne da. Einen Daumen nach oben, würde mich natürlich auch freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich, fingers crossed, morgen.